Nachdenkseiten Die kritische Website Stimmen aus Israel Der doppelte Schmerz Ein Beitrag von Sar Mwardi. Sar Mwadi, geboren in Jerusalem, engagiert sich seit vielen Jahren gegen die israelische Besatzungspolitik und für israelisch-palästinensische Verständigung. In ihrer aktuellen Veröffentlichung gibt sie ihrem Schmerzausdruck anlässlich der, wie sie es formuliert, doppelten Loyalität, die sie empfindet für die Opfer auf beiden Seiten. Die verzweifelten israelischen Freunde, die nicht wissen, ob deren Familienmitglieder tot oder entführt sind, aber genauso mit dem Freund im Gazastreifen, der gerade jeden Tag bangt, ob seine Kinder am nächsten Tag noch am Leben sein werden. Die Nachdenkseitenredaktion hat sich entschieden, den Text aus dem Hebräischen ins Deutsche zu übersetzen. Weil dieser mit der in ihm zum Ausdruck kommenden gleichwertigen Empathie für die Opfer beider Seiten einen Kontrapunkt setzt zur zunehmenden Polarisierung und ausschließlichen Parteinahme für die eine oder andere Seite. Der doppelte Schmerz uns, den Linken in Israel, wird oft eine doppelte Loyalität vorgeworfen. Und an Tagen wie diesen spüre ich das. Weder Loyalität noch doppelt vermitteln die richtige Bedeutung. Aber das Gefühl ist richtig. Lassen Sie mich das erklären. Auf dem Mahan-Jehuda-Markt, dem zentralen Markt in Jerusalem, sang heute Morgen ein Straßenmusiker M. Yisrael Jay in einer Molltonleiter. Der Markt selbst war leer, und eine Frau unterhielt sich mit ihrer Freundin über ihren regelmäßigen Gemüsehändler, der heute nicht kommen und seinen Stand öffnen darf. Alle Stände auf dem Markt, die Arabern gehören, sind geschlossen. In Rehavia, einem Viertel in Jerusalem, steigen Familien aus zwei Autos aus. Die meisten von ihnen weinen bereits, die anderen strahlen eine schwer zu erklärende Traurigkeit aus, als sie zögernd an die Tür eines der Häuser in der Nähe klopfen. Die Familie von jemandem, der gerade getötet wurde. Einer Geisel. Im Internet sehe ich ein Video von einer Reinigungskraft, die im Stadtzentrum verprügelt wurde, weil sie Araberin ist. Und ich versuche, meinen Blick nicht abzuwenden. Doppelte Loyalität bedeutet, dies und jenes mit Tränen in den Augen zu sehen. Jetzt ist der Moment, um mit Freunden zu sprechen, die nicht wissen, ob ihre Familienmitglieder tot oder entführt sind und die nicht einmal ansatzweise verstehen können, warum das alles passiert ist. Zu hoffen, die Hilflosigkeit zu sehen, die Angst, den tiefen Schmerz. Als ich kurz darauf mit einem Freund aus Gaza spreche, kann er nur sagen, dass jetzt jede Nacht die schrecklichste seines Lebens ist. Er kalkuliert seine Chancen und die Chancen seiner Kinder, morgen früh wieder aufzustehen. Doppelte Loyalität bedeutet, sich das Herz sowohl von dem einen als auch von dem anderen brechen zu lassen. Es bedeutet, diesen Moment festzuhalten, gefangen zwischen dem Herzschmerz, dem Schmerz und dem Schock der Auslöschung von Nir Oz, wenn man an all die Menschen dort denkt, und dem Schrecken, den die Auslöschung von Scharja verursacht, wenn man an all die Menschen dort denkt. Es ist der Drang, Blut zu spenden und Lebensmittelkörbe für die Städte im Süden Israels zusammenzustellen und gleichzeitig in Susia, einer Stadt im Westjordanland südlich von Hebron zu sein, um jeden Hirten, der es wagt, die Grenzen des Dorfes zu verlassen, vor den Schüssen der Siedler zu schützen. Loyalität ist vielleicht nicht das richtige Wort. Es ist der doppelte Schmerz, doppelter Herzschmerz, Sorge, Liebe. Es bedeutet, an der Menschlichkeit eines jeden festzuhalten. Und das ist schwer. Es ist so schwer, hier Menschlichkeit zu haben. Es ist anstrengend und es fühlt sich an, als ob die Welt dich immer wieder auffordert, loszulassen. Es ist so viel einfacher, eine Seite zu wählen. Es ist fast egal, welche Seite. Entscheiden Sie sich einfach für die eine Seite und bleiben Sie dabei, um zumindest den Schmerz zu verringern, den Sie empfinden, um sich wenigstens als Teil einer Gruppe zu fühlen und nicht so allein mit all dem. Als ob das wirklich eine Option wäre. Als ob wir nicht schon wüssten, dass unser Schmerz miteinander verwoben ist dass es keine Lösung nur für den Schmerz von Ofakim, einer israelischen Kleinstadt in der Negev-Region gibt, oder eine Lösung für den Schmerz von Kan Yonis, einem Flüchtlingslager im südlichen Teil des Gazastreifens. Wir wissen es, wir rezitieren es, und wir fühlen immer wieder den Schmerz darüber. Ich sitze hier und versuche zu verstehen, was ich schreibe und vor allem warum. Worum geht es? Außer darum, ein wenig von diesem Gefühl loszuwerden, zwei Welten zu haben, die von außen so widersprüchlich erscheinen, sich aber im Inneren genau gleich anfühlen. Ich glaube, ich komme einer Antwort auf die Frage, warum ich dies schreibe am nächsten, weil es sich auf eine Herz- und Seele zerreißende Art und Weise auch wie der einzige Weg für Optimismus anfühlt. Optimismus, der auf der Tatsache beruht, dass es sie gibt, diese. Singuläre Verdoppelung und dass sie möglich ist. Und dieser Schmerz, den einige von uns in unserer kleinen Gemeinschaft empfinden, diese doppelte Loyalität, ist offenbar die Hoffnung dieses Ortes. Quellenangaben und weiterführende Verlinkungen finden Sie auf www.nachdenkseiten.de oder im Beschreibungstext unter unserem YouTube-Podcast. Dieses Audio konnte nur entstehen, weil zahlreiche Leser und Leserinnen die Nachdenkseiten fördern und durch Spenden unterstützen. Wenn Sie auch etwas tun wollen, klicken Sie einfach den entsprechenden Button auf unserer Website an. Übrigens, Sie können uns auch bei iTunes, Soundcloud und YouTube hören und, wenn Sie mögen, gerne unseren Kanal abonnieren und eine positive Bewertung für uns abgeben. Wir freuen uns über Ihre Unterstützung und die Weiterverbreitung unserer Inhalte.